Die dauernde Krise rührt an das Fundament unseres Geldsystems und das ist ja eigenartig fragil. Wir haben uns alle so dran gewöhnt, dass niemand mehr in Frage stellt, was das bedeutet. Aber eigentlich ist es doch komisch, dass wir alle glauben, dass so ein Stückchen Papier viel wert sein kann, bloß weil jemand draufgedruckt hat, 50 Euro, unterschrieben, Trichet, EZB. Es gab Zeiten, da war das anders. Da stand hinter jedem dieser Scheine ein Stückchen Gold im selben Wert. Das meiste Gold in den USA, im sagenhaften Fort Knox. Bis Präsident Nixon heute genau vor 40 Jahren damit Schluss machte und uns alle aufforderte, an dieses Papier zu glauben. In der Weite unseres Finanzuniversums gibt es zwei Fixpunkte. Das Gold ist die Sonne und der Dollar der Mond. Das sagte der frühere amerikanische Finanzminister Henry Fowler. Fest und unverrückbar schien das Finanzfirmament nur diese beiden Gewissheiten zu kennen, Gold und Dollar. Es galt die Sicherheit, für jeden Dollar gab es Gold. Bis zum 15. August 1971, als Präsident Richard Nixon vor die Nation tritt. Ich habe Finanzminister Connally angewiesen, die Konvertibilität des Dollar zeitweise auszusetzen und nur unter Bedingungen zu gestatten, die der Geldwertstabilität dienen und den Interessen der USA entsprechen. Schonungslos erfährt die Welt, dass selbst die riesigen Goldvorkommen von Fort Knox nicht ausreichen, um all die gedruckten Dollar zu decken. Seit 1944, dem Abkommen von Bretton Woods, war die US-Notenbank verpflichtet, gegen 35 Dollar eine Feinunze Gold auszugeben. Der Dollar hatte seinen festen Wert. Nur was tun, wenn man mehr Geld braucht, als man Gold hat? Wie die USA in den 60er Jahren. Der Vietnamkrieg verschlingt Milliarden, finanziert wird der Krieg mit der Notenpresse. Die Franzosen schöpfen als erster Verdacht und wollen im Jahr 1969 ihre Dollardevisen gegen Gold tauschen. Doch die USA liefern nicht. Im August 1971 war der Goldbestand der Amerikaner bereits auf nur noch 8.000 Tonnen abgeschmolzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es über 22.000 Tonnen. Und Nixon hatte das Problem, dass die Amerikaner alleine kurzfristige Auslandsschulden von 60 Milliarden Dollar aufgetürmt hatten. Aber der Wert dieses Goldbestands im August 1971 gerade noch 10 Milliarden Dollar betrug. Also es ging so nicht weiter. Und er hat dann das Goldfenster geschlossen, was aber nichts anderes war als ein Vertragsbruch der USA. Unser heutiges Finanzsystem, es wäre nie entstanden ohne die Abkopplung des Dollars vom Gold. Das billige Geld hat Wachstum und Wohlstand gebracht und eine Finanzkrise mit unbekanntem Ende. Hilft jetzt ein Schritt zurück zum Goldstandard? Ich glaube nicht daran, dass wir zum Goldstandard zurückkehren werden, denn dafür sind die Goldvorkommen auf unserem Planeten viel zu ungleich verteilt. Die Chinesen sind in den letzten beiden Jahren die Nummer eins. Ich glaube, dass viele Länder etwas dagegen haben, sich hier in bestimmte Abhängigkeiten zu begeben, sodass der Goldstandard nicht zu erwarten ist. Aber wir brauchen natürlich schon die Rückkehr zu realen Werten. Seit 1971 ist es nicht mehr das Gold, das unserem Geld den Wert gibt. Es ist nur noch unser Glaube.